Ich würde von Ihnen noch mal gerne wissen, Herr Homm, Sie sind lange Zeit in dieser Milliardärsriege der Superreichen unterwegs gewesen. Wie ticken die denn und welchen Einfluss haben die tatsächlich auf die Politik? Politiker sind Erfüllungsgehilfen. Das Weltwirtschaftsforum entstand aus der Harvard Business School. Sonst hätte Professor Schwab mit 34 nicht 400 markante, aufsteigende Leader in Davos präsentieren können. Und die Absolventen sind auch bekannt aus diesen ersten Jahrgängen wie Angela Merkel. Und natürlich hat sich etwas getan und ich bin definitiv ein Produkt dieser elitären, feinen Gesellschaft. Was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat, ist eine selbst erfundene Gottgleichheit. Es reicht nicht nur, vermögend zu sein, Monopole zu schaffen. Wir müssen auch noch nicht nur die Körper, den Geist, auch die Seele dieser Menschen leiten, besitzen. Die wissen doch sowieso nicht, was sie machen. Ich weiß das viel besser mit meinen Kommilitonen. Es ist meine Pflicht, diese Welt besser zu machen. Ist doch klar, oder?